Um 3 weitere Medaillen haben die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Ausbeute bei den Paraschwimmen-Europameisterschaften am 5. Wettkampftag erweitert. Elena Kravtso sicherte sich über 200 Meter Lagen bereits ihren 3. EM-Titel. Auch Denise Gral jubelte bereits zum 2. Mal über Gold nach ihrem 50 Metern Freistilrennen in der Klasse S7. Das Küken der Mannschaft Nele Labuda freute sich zudem über Bronze bei ihrer EM-Premiere. Nachdem Elena Kravtso sich bereits Gold über ihre Paradestrecke 100 Meter Brust und den Überraschungstitel über 50 Meter Freistil gesichert hatte, schlug sie am 5. Tag der EM erneut als Erste an. Über 200 Meter Lagen in der Klasse SM1-2 lieferte sich die 24-Jährige bis zur 2. Wende ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Italienerin Alessia Berra. Doch auf der 3. Bahn stellte Kravtso erneut ihre Dominanz im Brustschwimmen unter Beweis und erarbeitete sich einen komfortablen Vorsprung, den sie bis ins Ziel verteidigte. Mit 2:31,61 Minuten gewann sie nicht nur Gold, sondern stellte zudem einen neuen deutschen Rekord auf. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist echt super geil. Ich bin selbst noch ganz sprachlos, aber unendlich happy, freut sich die Schwimmerin vom PSC Berlin nach ihrem 3. Titel. Nicht weniger bemerkenswert war der Auftritt der erst 15-jährigen Nele Labuda im selben Rennen. Als Küken des deutschen Teams bei den diesjährigen Europameisterschaften setzte sie sich im Schlussspurt gegen die Weißrussin Zuzulawa durch und gewann Bronze und damit ihre erste internationale Medaille. Mit 4 vierten Plätzen verpasste das deutsche Team nur knapp weitere Medaillen am 5. Wettkampftag. Jeweils als Vierte schlugen Tobias Pollapp 32, Hattingen SG Bayer über 50 Meter Freistil in der Klasse S7, Peggy Sonntag 19, Oschatz BV Leipzig über 50 Meter Freistil in der Klasse S5, Josia Topf 15, Erlangen SV Erlangen über 50 Meter Rücken mit neuem deutschen Rekord in der Klasse S3 und Torben Schmidtke 29, Schwerin SC Potsdam über 100 Meter Freistil in der Klasse S7 an. Werner Schott 29 Greifswald BPRSV Cottbus belegte Platz 5 über 400 Meter Freistil in der Klasse S6 und Johannes Weinberg 16 Oberstdorf TV 1860 Immenstadt wurde Siebter über 200 Meter Lagen in der Klasse SM1-1. Nach 5 von 7 Wettkampftagen haben die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer nun 7-mal Gold, 3-mal Silber und 7-mal Bronze gewonnen. Noch bis Sonntag schwimmt in Dublin die europäische Paraschwimm-Elite um die begehrten Titel. DSB, Rettstand, 17. August 2018, 22:09 Uhr.